Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Challenge mit der Abfall, dem Carsten, dem Lars, dem Micha und dem Paul, einem wunderschönen... Hallo. Ja, tu ich nicht. Na, aber warum bist du... bei mir komisch aus. Ihr müsst hier bei der Einfahrt ist ein Huppel drin, der müsst ihr umfahren, ja? Sonst bleibt er hängen. Ja, okay. Wo ich jetzt stehe, ist ein heftiger Huppel im Feld. Komm, ich fahr nach oben und du fährst hier die Bahn weiter runter, okay? Okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir fahren sollen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen in einer halben Stunde. Das Feld, aber wir versuchen einfach mal so weit wie es geht, Lars. Wie kann ich die Link-Ding ändern? Die Steuerung Z. Steuerung Z? Ja. Nein! Die Großen haben keine. Ach, das ist der Große. Ach, scheiße, stimmt, der hat keine Knickel. Eine andere Lenkung. Oh, fuck. Die 31 gehört auch uns? Nee. Ja, doch, natürlich. Nee, die 31 gehört nicht uns. Aber ich kann sie trotzdem anzählen. Ja, dann ist da ein bisschen Überlappung drin gewesen. Okay. Naja, alles gut. Ich fahre mit 265er Winkel, ich sag's dir nur vorsichtig. 265, ich fahr 270. Ich hab noch nicht 265,5, na herzlichen Glückwunsch. Ja gut, dann mach ich auch, 265,5, so passt. Gut. Fahren wir gleich den gleichen Winkel. Muss ich nur noch die Breite anpassen, weil die stimmt noch nicht ganz mit 8,9. Ne, 6 Meter müssten es sein. Ja, 6 Meter sind so. Genau. Micha, wir brauchen noch Arbeit für dich, ne? Vielleicht. Ja, vielleicht. Eine halbe Stunde. Scheiße, was kriegen wir denn da hin? Sind unsere Tiere alle ausgeritten? Ja, die habe ich schon ausgeritten letzte Woche. Also Wiesendüngen? Wiesendüngen wäre eine Idee. Also zumindest das, was jetzt noch geht. Ja, das ist eine Idee. Vielleicht fährst du zur 6 zum Düngen, Micha. Oder fragst die Asta, wie weit sie auf der 10 ist. Halb fertig. Was haben wir denn? Wir haben den normalen Düngerstreuer, ne? 12 Meter. Hm. Oh, eine Scheißbreite. Ja, haben wir schon. Haben wir auch Dünger für das Ding? Ja, Dünger haben wir vorne vom Hof. Da kannst du zur Not aus dem Silo, aus dem Düngertank was nehmen. Oder wenn nichts mehr drin ist, halt kaufen, ne? Ein bisschen was dazu kaufen. Musst ja nicht voll machen. Da haben wir halt auch immer die Sehnmaschinen dran aufgefüllt. So kann ich auf der 31 sehen, ich check das nicht. Ja, das ist relativ. Du musst sehr, sehr genau arbeiten bei der Erstellung der Felder. Wenn du da ein bisschen zu weit Überlappung drin hast, wenn du da zu nah aneinander die Felder definierst, dann kannst du halt versehentlich auf einem anderen Feld arbeiten, weil du noch auf deinem Feld eine gewisse Arbeitsbreite hast. Weil dein Zentrum deines Geräts noch auf deinem Feld ist, während die Arbeitsbreite aber schon auf dem anderen ist, quasi. Korrekt, genau. Wie weit bist du denn mit deiner Karte? Oh, ich bin gerade am bisschen Ding jetzt anstellen. Erstmal die ganzen Spots, wo was sein soll. Also ich habe erstmal grundlegend mir mal so ungefähr überlegt, wie überhaupt aufgebaut werden soll. Ja. Und. Einfach oder vierfach? Na, einfach. Okay. Vierfach traue ich mich noch nicht. Ach du. Und ich habe mir überlegt, wie der ungefähr die Dinge aussehen soll. Also wo welche Places, dass ich die Punkte schon mal setzen kann. Und jetzt bin ich gerade an Höhen bauen. Also quasi, ich habe ja erst geplättet, dass alles gerade ist. Ja, und jetzt ja. Bin ich gerade am Höhen und Gelände quasi erstellen. Spannend. Leichter gesagt als getan. Meinst du, bis Weihnachten bist du fertig? Boah, wird knifflig. Aber ich könnte mir vorstellen. Aber ich bin mehr am Pausieren und Videoglotzen, wie dass ich wirklich was hinkriege. Weil das, ja, schwierig. So einfach mal so hinhocken und sagen, ach, ich mache jetzt mal eine Karte. Warum nicht? Ja, ich hätte gedacht, das wäre einfacher wie... Also ich habe es mir deutlich einfacher vorgestellt. Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist halt unglaublich aufwendig. Wo ist die Astra auf der 10? Die 10 ist da oben, okay. Die 6 muss auch komplett gepresst werden, bitte. Die ist auch schon die 6 ist komplett durch. Ja, sicher. Holy moly. Kasala, Junge, Kasala. Ja, mein Gespann ist halb Schrott. Ja, dann reparier, wir haben Geld. Dann fahr ich zum Shop. Oder haben wir einen Hofentrigger? Nee, wieso haben wir keine... fahren die anderen mit dem Drescher an unserem
Hof vorbei. Die haben da oben noch nicht ein einziges Feld oder haben die eine Mission angenommen? Vielleicht haben sie eine Mission? Mission, aber die sehen wir, weiß ich nicht, ob wir die sehen. Vielleicht mal, wollen sie ihren Treffer mal präsentieren. Was fahren sie denn? Ich sehe es nicht. Ich auch nicht. Ich kann nicht draufklicken. Ich will jetzt auch nicht hintappen. Alles gut. Aber wer fährt wo, denn die wo ist er gerade? Am Hof oder was? Ja, du kommst den dagegen. Den sehe ich ja gleich. Dann sehe ich es gleich. Das übrigens, in 4 Minuten müssen wir schlafen, ne? Ja, ich weiß. Ein Case sein. Ist ein Case. Aber die anderen müssen ja schlafen jetzt. Genau, die anderen schlafen ab jetzt für uns. Wir haben kein Bett mehr. Ja, wir haben kein Bettchen mehr. Hashtag genau. Bett genommen. In die Kommentare. Was fahren die denn und wohin fahren die? Irgendwo was rein? Aller Straße angesät, hör mal. Straße hier und also. Wir nehmen jeden Zentimeter mit, den wir kriegen können, ne? Wo will denn der hin? Wer drückt jetzt die ganze Zeit auf Nein? Entschuldigung! Wir haben noch keine Anfrage bekommen. Achso, ich wollte gerade sagen, ich war nämlich gerade im Menü, um zu gucken, wo der Typ okay. Mit der Ballen... Ich habe jetzt abgebrochen. Bei mir kam sie gerade, ich wollte gerade aus dem Menü rausgehen. Ups. Ja, geil, das sieht man sogar, das ist ja witzig. Na. Das ist ja witzig. Na, mach nochmal. Wer jetzt? Ich sag ja, drück die ganze Zeit Nein, bis wir fertig sind. Ja, das Problem ist, das dauert noch eine ganze Zeit. Ja. Gut, ja. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft, haben halt 2 Wachstumsstufen auf dem Feld, aber... Shit happens. Hat nicht jeder. Ne. Das stimmt. Pöttinger kostet 6,7. Waltra 3,4. Da stehen aber andere Summen. Ich wollte gerade sagen. Der eine hat uns abgezogen, Betrug hier. Wollen wir ein Feld ernten? Welches Feld wollen wir ernten? Das ist zu spät. Die haben sich alle Felder geschnappt, die Erntbase. Wie viele Missionen haben die denn jetzt? Keine Ahnung. Uwe, ich habe eine schöne Karte für dich. Eins gibt's noch, Raps können wir noch. Ja. Oh. Ich kann keine Aufnahme machen, meine Speicherplatte ist voll. Du bist ein Trottel, Junge. Oh Mann. Auf einmal mit Profis. Aber, Micha, wenn du willst. Oben Feld 1 und 2. Da oben, ja. Haben die nichts zu tun, weil die nur Mission machen, bekommen? Oder was? Soll ich mal hingehen und freundlich fragen, wie viele Missionen sie jetzt angenommen haben? Ja, frag mal. Ich könnte nur 3, die sie haben dürfen. Ich könnte die alten Videos löschen, die wir nicht mehr brauchen. Ja, natürlich kannst du die alten löschen. Ja, nee, wir dürften noch 5 eigentlich haben, aber... Das mach ich gleich, wenn ich vom Feld bin. Die aktuelle Folge ist ja eben Eimer. Der Eimer. Ist auch nach 9. Komm gleich wieder. Ich war auf der Karte. Guten Tag. Entschuldigung. Guten Hallo. Tag. Das ist hier die Missionspolizei. Ich würde gerne wissen, wie viele Missionen sie angenommen haben. 3 Stück. Alle. Ja, genau. So sieht das nämlich auch aus. Wir nehmen mal ganz kurz alles an, weil wir sind arme Schweine, die keine Arbeit haben, oder was? Nee, wir haben nur 3 Missionen, weil wir so effizient arbeiten, dass wir schneller sind als ihr. Effizient, aber... Hör mal, ich gehe mal kurz in den Keller lachen, ne? Ich komme später wieder. Ich würde so gerne in den Stream mit Ton gucken wollen, ne? Ja, dann guck doch. Fing Flo gerade an mit, nur 3 Missionen, wir sind so effizient am Arbeiten, immer. Ja, genau. Warte mal, die 28 haben sie, oben die 1 oder 2 haben sie? Die haben 1 und 2, glaube ich. 1 und 2, ach, Dekadenz. Michael, aber du kannst spritzen kommen, ne? Paul, Grüße. Ja, schön. Achso, okay, ich wollte sonst nur Bescheid sagen. Also wenn du keine Arbeit hast, spritzen geht auch. Also ich habe noch 2 Bahnen, dann wäre ich auch arbeitslos. Spritzen. Ich habe noch 1 Meter. Der Uwe lässt mir genau 1 Meter hier stehen. Ja, geil. Hier oben ist dann noch ein bisschen. Ja, alles gut, aber ich muss die Bahn jetzt erst noch fahren. Ja, ich bin schon einfach alles weggegangen, gut. Weil ich dachte, dann komme ich in die Quere. Ich fahre jetzt 6. Mache ich jetzt noch schnell. Okay. Witzig ist auch, dass wir die 2 Wachstumsstufen jetzt auch noch versetzt im Feld haben, ne? Ja. Das heißt, wir haben angesät, voll ausgewachsen, Ganz ehrlich, gut. Scheiß drauf. Alles gut, wir werden eh erstmal, wenn wir ernten, sowieso die 29 und die
24 und die 25 und die 9 mhm. und die 20 ernten und dann ist die mit Sicherheit auch reif. Bis alles geerntet ist. Das Gute ist, scheinbar geht gerade die 18, 19, die 40 gehen alle auf jeden Fall in die Minimum in die erste Wachstum, in die erste Erntereifstufe. Ne? Das heißt, ja. Wir können auch ordentlich weiter Silage ballern. Was ist dieser Gegenstand? Nicht dein Besitz? What I mean? Naja, wir können auch gerne wechseln, Astra. Das Camp. Ich wollte gerade sagen, ich fahre auch gerne Neuner, also so ist alles gut, die sind ja jetzt eh noch nicht reif. Ja, die werden gerade reif. Aber es ist ja, ein Neuner, aber erste also. Und nicht zweite. Das erste lohnt sich ja nicht zu mähen. Das ist ja. Trotzdem Neuner. Müssen wir. Ich habe den Huckel gefunden. Oh, da kommt man echt nicht rüber, ne? Was heißt denn das hier? Taulido hat mehr Kraft und weniger Kraft. Was war denn da schon wieder los? Hat er seinen Spinat ja nicht gegessen? Können wir mal runtergehen und fragen? Ach, ich nee. Also ich fahr jetzt spritzen. Verklickt. Nennen wir es verklickt. Was macht man im F12-Menü, dass man sich verklicken kann? Ja. Immer. Geld cheaten oder was? Uwe, was? Dafür habe ich jetzt ein Standbild, ne? Ich hab ein kleines Leck. Leck, dein Urgroßvater? Ja, auch. Ja. Ach, ich stehe ein bisschen. Ach, ich warte, bis es vorbei ist. Vielleicht lande ich gleich am Hof schon. Ja, vielleicht bin ich gleich unterm Händler angekommen. Bremse treten. Ja, vielleicht. Ich komme wieder. Sag mal, hast dich jetzt verklickt und das Spiel versehentlich pausiert oder was? Ich glaube eher, der Server ist weg, wa? Was hast du? Bist heute nur am Stänkern, weißt du das eigentlich? Ja, hör mal. So wie sich das gehört, ne? Nee. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. So haben wir nicht gewettet, sagst du? Geht weiter. Ja. Was war das denn für ein Leck? Kurz mal verklickt, ne? Ich hab mal kurz das Spiel angehalten für euch. Ja, du bist so freundlich zu uns. Nur damit ihr nochmal überlegen könnt, warum ihr nochmal ins F12-Menü müsst. Weil ich einen Flugmodus einschalten musste. Junge. Es fällt wieder hoch. Wie war das mit der Effizienz? Ich würde das gerne nochmal ausdiskutieren. Tschüss, Uwe. Du fliegst doch auch für Thumbnails, oder? Ja, ich mach die aber nicht in der Folge. Tschüss. Alles gut. So. Oh, da fährt jemand Dünger. Eins Micha, hallo. Mhm. Uwe, nein. Ja, gut. Nimm die nächste, komm. Ich hab mich jetzt an der Bahn angepasst. Ja, alles gut, warte. Ich versuch hier nochmal rum zu kommen. Carsten, eventuell liegt auf dem Nachbarfeld auf der 5 Meilen von uns. Okay. Carsten, liegt noch ein Ball am Feld, gell? Nö. Ist nicht unser. Wie ist denn sonst? Da hat keiner Ballen gemacht sonst. Der ist uns. Ja, guck mal ein bisschen weiter oben. Wo liegt der jetzt noch im Feld? Da sind die, na, der ist auf der. Was ist das da? Der 30? Das ist einer von anderen Team. Mega Team Toledo. Auf der 30 kann ich nicht. Die machen da oben gerade eine Mission bestimmt. Nach denen wollen die fallen bei unserem Feld. Was bei unserem Feld, die gehört uns. Ja, dürfen wir leider nicht nehmen, aber lass einfach liegen und sag nix. Also ich wollte ihn ja ein bisschen in der Hecke verstecken. Tschüss, Toledo. Versteck ihn. Ciao, Toledo. Er ist immer wohl rausgerutscht. Verklickt, jetzt schießt, wenn ich schreibe, endlich ist er weg, was? Warte. Verklickt. Habe ich jetzt laut gedacht? Entschuldigung, wir sollen. Nein. Nein. Keiner ich gehört. Weiß gar nicht, ob jetzt Toledo aufnimmt oder Mike aufnimmt. Mike. Okay. Deshalb schreibt ja Mike auch immer Plus. Hm. Stimmt. Ist mir noch nie aufgefallen. Gut gemacht, Uwe. Gar kein Problem. Sind doch die anderen, also eigentlich. Ne? Mir ist scheißegal, wer da das Plus klickt. Hauptsache ich sehe eins. Und du hättest warten müssen, bis er wieder da ist, bis du fragst, ob er sich verklickt hat. Ja. Hast du was mal hier los? Hast du einen Baum gefunden, zweimal? Gerücht? Upsi. Was war das? Okay. Nee, ging nichts mehr bei mir. Hör mal. Haben wir irgendwo Pflanzenschutz oder muss ich den beim Händler kaufen? Nee, musst du beim Händler kaufen. Ich gehe ja nicht mehr durch.
Windfach? Ja, was ist Windfach? Windfach. Ja, das ist Windfach. Windfach. Den Beil auf Nachbefehl hast du eingesammelt, Carsten? Ja, ja. Okay. Der hab ich. Bitte die Hofausfahrt nicht mehr. Gibt's eigentlich auf der Karte? Im Zweifel einfach. Fällt das gerade ist? Das war gegen die Ecke. Fällt was gerade ist? Wie meinst du das? Ja, das halt nicht an dem Hang liegt. Nee. Die ganzen Felder voran. Ja, hier die 15, die ist gerade neben mir. Und die 15, die ist gut. Alle Felder liegen am Hang. Also ich glaube, da müssen wir uns immer angewöhnen, ein bisschen... Die Felder mit dem unteren Teil sind fast alle gerade. Kriegst du das in einem... Nee, leider nicht, warte. Ja, lass stehen, ich nehm's mit. Perfekt. Ja, toll. Und wenn du da schon fragst, ob ich Bäume gefunden habe, dann guck auf der 10 nicht. Matze, läuft super bei dir. Schlangenlinie. Was machen wir denn jetzt mit der 37? Ansehen? Würde ich sagen, ne? Dann ist nur die Frage, was wir drauf bringen. Blöde Frage. Ja. Wenn ich jetzt so mit der Spritze aufs Feld fahre, brauchen wir aber auch nichts mehr ernten, ne? Du brauchst Pflegebereifung. Also kann 9er, das? 9er kannst du auf jeden Fall nicht, ne? Welche Wachstumsstufe war denn das? Der Kleine steht da noch auf dem Hof. Ja, ich fahre jetzt mit dem weiter runter. Warte mal, hat nicht der, den ich gerade habe, Pflegebereifung? Weil der schaut auf jeden Fall dünner aus wie die du hast, Uwe. Nee, die haben keine Pflegebereifung. Ich habe Pflegebereifung drauf in meinem. Achso, der Walter hat Pflegebereifung drauf. Sonst würde ich auch mit Lars tauschen, weil Lars kann ja, also der. Ja, komm mit tauschen. Bei der JCP kam Pflegebereifung. Also ganz kurz, ich würde jetzt die 37, ne, da ist Gras gerade im Wachstum. Hallo. Würde ich jetzt ansehen. Ich würde nochmal Gerste drauf machen. Oder sagen wir haben genug Gerste-Scheiß drauf. Mach halt Hafer, dann können wir es in die Produktion reinballern, weil Gerste schaut jetzt echt gut aus. Was haben wir jetzt? Die 24, die 20. Ich würde stehen, Astra, ich hole mir die gleich. 30, die 29. Also mache ich Hafer. Stehen lassen? Ich mit Hafer. Du hast keine Pflegebereifung drauf. Ich mache Pflegebereifung drauf. Wir haben zwei Stämme mit Pflegebereifung. Haben wir auch mal kein Geld für. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg zum Händler und mach ihn erstmal voll. Ja. Dann kannst ich du fahr anders die Mission übernehmen. Und weil ich hab Pflegebereifung drauf. Oh, verstehe gar nichts. Schön. Ich bin hier noch Feld 84, bin am Düngen gerade. Hafer, ne? Hafer. Gut. Und ich mach nicht den Uwe. Hafer. Ja, ich wurde ja nur gesagt. Komm dann zu dir. Oh, da liegt echt ein Ball in der. Ja. Witzig. Fahren wir hoch und runter oder fahren wir Querbahn gleich? Ich würde fast quer fahren, oder? Das können wir, weil dann fahre ich aber nochmal eine zweite Bahn quasi nach oben. Damit wir es einfacher haben beim Umdrehen dann. Nur aufpassen, die Seemaschine nicht im Teich zu versenken, ey. Ja, ich fahre dann auch noch mal ein paar Mal hoch und runter, dann haben wir hier auch genügend Platz zum Wenden. Warum lassen die anderen ihre Saatgut-Big Packs am Händler stehen? Gib sie weg. Einfach wegschieben. Oh, hinschieben die Scheiße. Dahin, wo keiner hinkommt. Mach Superkraft an und werfst sie aufs Dach. Hab ich schon wieder laut gedacht? Tut mir leid. Hör mal, ich wurde eben gerade schon gefragt, warum ich heute so aggro bin, ne? Aber mach dann nichts, lass er auch gleich ein bisschen Herbizid hier stehen. Ja, versteckst in der Ecke. Oh Gott, das ist ja kurz vor in Teich fahren, ey, alter Vater. Naja, viel ist nicht, ne, also. Uff. Oh, jetzt platzt sich der Neuner hier, aber. Beobachtet. Stalker. Wer ist denn da unten? Die stehen mir im Weg hier, die boykottieren mich. Ja, fahr so. Sabotieren. Einfach drüber fahren, fahr dich aus. Hast du nicht gesehen. Lass sie liegen, dreht sich fest. Jetzt sind sie weg. Wieder laut gedacht. Sind sie weggerannt.
So, ich habe jetzt zwei Bahnen gemacht. Ich mache jetzt noch einmal hier gerade runter und dann da brauche ich auch kein VCA fürs gerade runter. Ist ja egal, wenn wir gleich Querbahn fahren. Jetzt nochmal, wo soll die Spritze hin? Ich komme die jetzt holen, ich habe Pflegeheilung. Ja, wo soll ich sie stehen lassen? Ich komme zu dir. Oder komm zu 84, wie du möchtest, direkt unterm Händler. Und links in der Ecke. In der Bühne gerade. Nehmen wir wieder unsere. Wie viel haben wir gemacht? 64, nee, 65,5? Keine Ahnung, sag mir gleich was. Wo geht's denn da rein? Fahr einfach da den. Genau, da welchen Winkel willst du? Wow, welchen Winkel willst du? Stell du einen ein. Ich mache hier unten gerade noch eine Vorgewendebahn. Ich bin noch nicht so weit. Ich kann deshalb gleich sagen, weil hier ist. Boah, scheiße. Alter. Die Ansicht war kacke. Hier unten sind auch diese wunderschönen Bäume und so. Das wird richtig scheiße, ey. Warte, ich komm zu dir. Ja, ich merk's auch gar nicht. Kannst du hier beide stücken? Oder wir tauschen gerade die Schlepper, wie du möchtest. Mir ist egal. Suchst du aus. Aber ich habe Pflanzenschutz. Ja. Warte, jetzt passe ich mich mal der Bahn damit ungefähr kann ich an, aber die nicht du da gemacht hast. Ja, aber zack, guck mal. Warte. Da ist jetzt Dünger. Entschuldigung. Alles gut. Die Hälfte ist fertig. War doch einfach grob, so dass es passt und ich mache das, was übersteht. Ja, 70 Grad habe ich jetzt drin. Ja, es könnte ein bisschen weit sein, was du gefahren bist. Nee, sollte genau passen. So, falsch schlitzen. Wenn er da im Busch steht, verstehe ich aber auch nicht, wo ich ankuppeln muss. Entschuldigung. Ja, 70 Grad habe ich auch hingekriegt. Ja, ja, die Einfahrt ist echt geil. Ich weiß auch so richtig, wo die Einfahrt, die offizielle Einfahrt für dieses Feld ist. Die kleine auch noch was. Toll. Gibt's den Kasten? Die kleine erstmal machen. Die kleinen Spuren. Oh, ich sehe gerade, wir waren heute etwas ambitioniert unterwegs. Ne? Wir sind schon wieder lange am Ende. Hat aber auch keinen interessiert. Ne? Nee. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für den Moment. Wer hätte es gedacht? Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.